Hey, liebes Tribe-Mitglied und liebe alle Interessierte an einer neuen Welt in Frieden und Liebe. Zuallererst möchte ich euch über diesen Weg den nächsten Event oder das sogenannte Gathering, Soul and Spirit Gathering, Tribe Gathering vorstellen. Am 21. September in Nidau, Schweiz wird das nächste Gathering stattfinden. Und zwar habe ich auch die große Freude und Ehre, unsere Gäste vorzustellen. Das werden sein Rishi und Shakya, die uns sind professionelle Musiker, die uns zum Trance-Tanz begleiten werden. Das heißt, es sind nicht nur professionelle Musiker, sondern haben einen riesen Erfahrungsschatz von Prozessbegleitung. Das heißt, von Energien im Hier und Jetzt zu kanalisieren, in ihre Instrumente umzuwandeln, damit ein Feld von Sicherheit, aber auch von Liebe, von Frieden, von Transformation, von Freude entstehen kann. Und es ist eine riesen Chance und ich habe große Freude, dass Sie wieder da sind. Der Event wird von 16 bis ungefähr 22 Uhr stattfinden, am 21. September. Und Trance-Dance ist wirklich eine wunderbare Medizin. Trance-Dance hilft uns aus dem Kopf raus, hier ins Corazon rein, es hilft uns, Spannungen im Körper zu lösen. Du musst gar nicht gerne tanzen. Klar, wenn du gerne tanzt, ist ja auch cool, aber es geht nicht um schön tanzen oder irgendetwas. Es geht einfach darum, unsere Natur wieder freien Lauf zu geben. Und der Körper hält ganz viele Energien zurück und fest. Und darum ist es eine wunderbare Medizin, indem man den Körper schüttelt, bewegt, können Emotionen hochkommen, Visionen kommen, ganz vieles kann passieren. Und besonders, dass es in einem geschützten Rahmen und einer Gruppe passiert, ist einfach, potenziert halt einfach die Möglichkeiten, dass du dir wirklich was Gutes tun kannst und dich tief mit dir verbinden kannst. Und ja, genau. Und das Zweite, also es sind zwei Events in einem. Wir werden an diesem Event auch das ehrliche Mitteilen nach Gopal machen. Und das ist ein wunderbares Tool und es liegt uns am Herzen, dieses Tool unseren Tribe-Mitgliedern und allen Interessierten weiterzugeben, weil das wirklich eine konkrete Lösung ist, die wir auch in den Alltag transferieren können. Ne? Wir können ja nicht einen Tanz machen, wenn wir gerade Ärger haben irgendwo, aber wir haben ein anderes Tool. Also das können wir schon natürlich, um Sachen loszulassen, aber wir brauchen auch ein Tool, ein Werkzeug, um direkt miteinander in Kommunikation zu kommen. In meinen Augen sind all unsere Probleme letztendlich basierend auf einem Mangel an Kommunikation. Ja, jetzt sagst du vielleicht einen Mangel an Verbindung. Ja, genau, das ist so. Mangel an Verbindung mit der Natur, mit unserer Urnatur, aber das ist auch eine Kommunikation, die kommuniziert ständig mit uns. Und ein Mangel an Verbindung von Mensch zu Mensch. Und wir brauchen heute das, damit wir in Frieden kommen, weil es ist ganz wichtig, positive Erfahrungen in der Gemeinschaft zu machen. Und das unterstützen wir mit Soul and Spirit, einerseits durch Rituale, durch Tanz, durch verschiedenste wunderbare Möglichkeiten und eben auch über das ehrliche Mitteilen, weil das ein Werkzeug ist, das könnt ihr dann mitnehmen. Dafür braucht man auch nicht irgendwie spirituell interessiert zu sein. Das kann man dann mit Menschen, die sich dafür interessieren, anwenden. Und wir brauchen eben auch etwas, wo wir unsere Emotionen kommunizieren können. Ehrliches Mitteilen ist auch, kann einen meditativen Effekt haben, aber in der Gruppe. Und besonders, und vielleicht ist das sogar der wichtigste Aspekt, es unterstützt uns im Zuhören. Ich stelle fest, dass wir uns einfach gar nicht mehr wirklich zuhören. Und da ist eine Methode da, wo man wirklich einander zuhört. Und natürlich, das macht einen riesen oder kann einen riesen Effekt haben, wenn du plötzlich merkst, dass du in deiner Gruppe die volle Aufmerksamkeit kriegst. Jetzt werden einige sagen, uiuiui, das erzeugt in mir nur Stress. Ja, das ist, nennt man auch Trauma, Blockade. Das ist das, was wir in der Vergangenheit erfahren haben und deshalb ploppt das zuerst mal auf, wenn wir gesehen werden. Aber es ist eben das Gesehenwerden schlussendlich, was uns auch heilt, was uns verbindet. Deshalb kann man das ja einfach mitteilen und das befreit unglaublich viel Energie. Und
Ja, das ist einfach, also ich sehe das wirklich als ein Geschenk und eine Möglichkeit, wie wir uns wirklich tief verbinden können. Natürlich tut uns gut, wenn wir gesehen werden, vielleicht als Schamane, als Medium oder was auch immer du machst. Nur das löst nicht die Kernthematik und es geht ja nicht ums Tun, sondern es ist sehr heilsam, wenn wir mal gesehen werden mit Trauer, mit Wut und das mitteilen können. Und merken, dass da gar nichts passiert, dass sogar Achtsamkeit da ist. Deshalb nutzen wir diesen achtsamen Raum oder kreieren gemeinsam einen achtsamen Raum, wo wir uns wirklich mit Respekt zuhören und wo man kommunizieren darf, aber auch nicht muss. Das ist ja auch wichtig. Man muss nichts. Also du musst dort nichts tun. Du musst nicht mal kommunizieren, wenn du nicht willst. Aber du kannst eine große Erfahrung machen von Verbundenheit und wir brauchen mehr denn je und deshalb steht auch Soul and Spirit Tribe für das, die Tribe, Verbindung, aber Verbindung mit Freiheit. Und das entsteht halt nicht einfach im Nicht-Kommunizieren und im Nicht-in-Kontakt-Gehen. Deshalb eine Einladung an dich, komm an dieses Gathering oder an andere Events und ja, das ist einfach unser Beitrag für Frieden in uns und um uns. Es fängt einfach bei uns an. Wir können da draußen die Welt sehen, wie sie ist, und sie ist so verrückt, wie sie ist. Aber wir brauchen jetzt in diesen unsicheren Zeiten Verbindung, Verbindung und Verbindung, und zwar in Freiheit, indem dass wir uns selber sind. Verbunden und frei. Also, 21. September, du findest in den Newsletter die Infos noch dazu und wie du dich anmelden kannst und auch unter diesem Video. Und ja, ich freue mich. Also am besten meldest du dich direkt an für diesen tollen Event. Für eine Menschheit in Frieden und Liebe steht Soul and Spirit. Au.